Endlich haben wir es geschafft. Ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen zur letzten Störtebäcker Bonuswoche Nummer 6. Und wir haben heute hier Atlantic Ale, sagt mir überhaupt nichts, deswegen habe ich mir das auch extra aufgehoben. Stürmisch, frisch und herb. Wie das zusammenpasst, finden wir gleich raus. Und da möchte ich an dieser Stelle mich auch nochmal recht herzlich bei jedem bedanken, der sich hier überhaupt irgendwas angeguckt hat, für die vielen neuen Abonnenten. Mittlerweile sind es 150, also mein 100-Abo-Special wird langsam tatsächlich Zeit, dass das mal rausgehauen wird, dass das erstmal gedreht wird. Riecht gut. Riecht echt gut. Das könnte mir gefallen. Boah. Ich sag's mal freundlich, es ist nichts für mich wahrscheinlich. Das Herb ist auf jeden Fall nicht gelogen. Ich finde es herber als das Pilz. Alkoholgehalt 5,1 für die, die interessiert. Und Genusstemperatur 10 Grad Celsius. Das haben wir natürlich hier bei keinem Bier beachtet, denn es ist scheißegal. Tradition, Perle, Kaskade, Amarillo und Citra sind die Hopfenarten. Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen und Hefe sind hier drin. Nichts Weltbewegendes. Es hat noch so einen komischen anderen Geschmack, wo ich sagen würde, es könnte einfach irgendeine Hopfensorte sein, die jetzt hier drin ist. Auf jeden Fall schmeckt das hier nach Bier und dann hast du eine extra Note noch, die man richtig direkt rausschmeckt. Ehrlich, nichts für mich. Bittere Sachen, so bin ich nicht so der Fan von. Ich meine, da kann jetzt Störtebäcker nichts für, aber ist halt nicht meins. Ich würde es mir jetzt nicht nochmal holen. Oh, da kommt das sogar wieder mit hoch. Flaschenform sowieso habe ich die ganze Woche, glaube ich, selten erwähnt. Guckt euch den Mist doch mal an. Ist jetzt hier natürlich ganz angenehm, denn muss man nicht ganz so viel trinken. Für mich ist das jetzt ganz gut. Und eine positive Sache habe ich aber trotzdem zu sagen, und zwar der Kohlensäurehalt. Der fällt mir sehr gut. Der prickelt so schön auf meine Zungenspitze. Also wenn wir jetzt diese Woche hier auf was Positivem enden lassen wollen, wie schwulen Sex, dann muss ich sagen, Kohlensäurehalt ist schön. Störtebäcker-Woche insgesamt fand ich auch ganz angenehm. Ich war überrascht von dem Pilz, ich war überrascht von dem Bernsteinweiß. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Atlantic Ale hat es mir jetzt nicht angetan. Ich zeige es euch nochmal, falls ihr das im Laden seht. Nur damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Jemand, der herbes Bier mag, für den mag das sicherlich hier was Schönes sein. Mir gefällt es halt nicht. So, und dann bedanke ich mich recht herzlich bei allen, beim ganzen Millionenpublikum, was mich hier diese Woche begleitet hat. Dann hoffe ich, seid ihr Mittwoch wieder mit dabei. Wer das nicht verpassen will, kann mich hier jetzt einfach kostenlos abonnieren. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Restsonntag, die letzten 3-4 Stunden. Montag geht's wieder los. Das geht doch nicht! Schiss! Kennerz. Okay,